wenn man den gerade mal nach einer Dienstnummer gefragt hat. So. Das stimmt. Das sind die Nazis, die immer noch arbeiten. Aber naja, hat ja noch keiner gemerkt. Was ist los? Leier nehmen. Deutsches Amt für Menschenrecht hat hier heute eine religiöse Veranstaltung gemacht. Dadurch, dass wir im Paragraphen 1 stehen haben, Absatz 1, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Und die verschwinden hier gerade. Ja, die verschwinden hier gerade. Ja, was ist denn jetzt gerade passiert? Ich verlasse gleich den Bereich, okay? Was ist denn jetzt passiert? Es wurde Selim Sirmeli verhaftet. Ich habe versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen deeskalierend auf die Situation einzuwirken. Es entstand ein Gerangel zwischen den Menschen, Polizisten und so weiter. Und infolgedessen wurde mir von einem Polizisten mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen. Ich habe dann versucht, den Polizisten zu erreichen, ihn nach seiner Dienstnummer zu habe ich ihn gefragt. Ich habe auch ihm mitgeteilt, dass er eine Anzeige bekommt. Da er auch mit anderen Aufgaben beschäftigt war, hat er in dem Moment keine Zeit, kann ich ja akzeptieren. Ich bin dann aber mehrere Male zu ihm hin, war auch die ganze Zeit am Veranstaltungsort oder beziehungsweise am Ort des Geschehens. Nachdem ich den dann nach 20 Minuten circa eine halbe Stunde gefunden hatte, hat er mich in Gewahrsam genommen, weil ich eben den Straftatbestand einer Gefangenenbefreiung und Widerstand gegen die Staatsgewalt Widerstand geleistet haben soll. Wogegen Widerstand? Also ich habe eben nur Widerstand geleistet. So, danach wurde ich eben in Gewahrsam genommen, es wurden meine Personalien aufgenommen, ich wurde überprüft, bin aus diesem Gewahrsam entlassen worden, allerdings mit einem Platzverweis. Ich habe mich rund um den Reichstag in einem größeren Bereich, dem sogenannten Bereich der Bannmeile, nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, ich muss diesen Platz jetzt verlassen. Das werde ich auch tun. Ich werde dann mal sehen, inwieweit ich mit rechtlichen Schritte gegen diesen Herrn. Er hat mir jetzt mittlerweile endlich seine Dienstnummer ausgehändigt. Die stimmt, das wissen wir ja nicht. Da er der Anzeigende ist, wird das dann wahrscheinlich auch vor Gericht und insofern werden wir sehen, was daraus resultiert. Ja, wir haben ja auch gerade, also ich habe es ja auch aufgenommen, ich habe ja auch gesehen, dass jetzt auf dich eingeschlagen wurde. Ich habe selber auch Videos gemacht, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Videobeweise bestehen, inwieweit das nachweisbar ist, ob man das auf irgendeinem Video sehen kann. Allerdings, dieser Straftatbestand, der mir vorgeworfen wird, also er hatte Gelegenheit genug, ich habe ihn mehrere Male angesprochen aufgrund seiner Dienstnummer, und in dieser Zeit hätte er mich, wenn es denn wirklich ein Straftatbestand gewesen wäre, mit Sicherheit in Gewahrsam nehmen können, denn ich bin ihm hinterhergelaufen, nicht er mir. Was haben wir? Was ist der Vorwurf? Der Vorwurf ist Gefangenenbefreiung. Gefangenenbefreiung? Ja, Gefangenenbefreiung. Das heißt, ich habe Selim Sirmeli befreit. Den Bus aufzureißen. Und ja, ich habe den aus dem Gewahrsam wahrscheinlich ja aus dem Gewahrsam der Polizei befreit. Ja. Du hast ja wahrscheinlich jede Menge Zeugen, oder? Ja, also ich denke ja. Also man hat es ja auch gesehen, dass du, ne, wie man heutzutage seinen Personalausweis zeigen darf. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe ihm angeboten, wir hatten gefragt, ob ich denn die Dienstnummer bekomme. Daraufhin hat er gesagt, alles klar, wenn sie sich ausweisen, ist das kein Problem. Da war er dann mit anderen Aufgaben beschäftigt, kann ich ja nachvollziehen, dass er dann keine Zeit hat. Aber wie gesagt, wäre dann doch schön gewesen, wenn er dann wieder gekommen wäre. Da ich aber gesagt habe zu ihm, dass ich ihn anzeigen möchte wegen Körperverletzung, ob ich das gemacht hätte, ist noch eine ganz andere Sache. Ich sag mal, wenn man mit ihm hätte vernünftig kommunizieren können, dann hätten wir das vielleicht klären können, dass es ein Gerangel passiert ist, dann hätten wir vielleicht darauf verzichten können. Aber so, mit diesem Ablauf, der danach geschehen ist, denke ich mir mal, dass ich dann diese Anzeige auch machen werde. Also insofern. Ob da nur was bei rauskommt, das wird man letztendlich sehen. Also das Zeugen hast du genug. Wird sich dann in einer anderen Instanz entscheiden. Denk mal, das lässt sich ja alles über das Deutsche Amt für Menschenrecht regeln, dass wir da auch also kollektiv nochmal... Ja, ich habe da eine Dienstnummer bekommen. Ja. Also da werden wir dann sehen, was daraus resultiert. Gut, vielen Dank für das Interview. Gerne.